Das Coverbild hat sich seit meiner Kindheit in meinen Kopf gebrannt. Irgendwo hatte ich damals die Werbung für das NES-Spiel gesehen und war gleich fasziniert. Antike Säulen und mythische Monster. Was kann da noch schief gehen? Leider habe ich das Spiel damals nicht in die Hände bekommen. Das Spiel ist aber auf dem Handheld erschienen. Höchste Zeit also, mal diese Wissenslücke zu schließen. Was taugt The Battle for Olympus für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde in der Gameboy-Version von Radical Entertainment entwickelt und von Imagineer bei uns in Europa 1993 veröffentlicht. Andere Regionen bekamen leider keine Version. Wie schon angesprochen, handelt es sich hier um eine Portierung des gleichnamigen NES-Spieles, welches zuerst in Japan 1988 erschienen ist. Battle of Olympus erinnert sofort an das viel bekanntere Zelda 2, welches ja bei vielen eher als Stiefkind der Serie gilt. Und das ist auch kein Wunder, der allgemeine gestalterische Stil ähnelt schon diesem Titel und wird mit dem Oberthema der griechischen Mythologie verwoben. Die Perspektive ist die gleiche, ihr steuert euren Helden aus der Seitenperspektive. Dieser kann dabei springen und mit der anderen Taste führt ihr euren Angriff aus. Standardmäßig ist das eure Nahkampfwaffe mit begrenzter Reichweite. Da ihr aber auch angreifen könnt, während ihr euch duckt, könnt ihr diese Attacke auch in verschiedenen Ebenen ausführen. Später erlangt er natürlich auch die Möglichkeit, bessere Waffen und Gegenstände zu bekommen. Diese müssen jedoch zuerst auch hart erarbeitet werden. Neben diesen Spezialgegenständen gibt es natürlich auch noch das übliche wie Lebensenergie und Geld. Beides wird von den Gegnern zufällig gedroppt. Das Spiel an sich ist nicht gerade linear, also zumindest das, was den Levelaufbau an sich angeht. Natürlich könnt ihr hier auch nicht in diesem Spiel sofort alle Teilbereiche der Welt betreten, da ihr hier und da immer zuerst einen entsprechenden Gegenstand zum Weiterkommen braucht. Kennt man ja eigentlich auch aus modernen Spielen. Ihr bekommt immer eine ungefähre Aufgabe, wie zum Beispiel: Geh zuerst zum Zeus-Tempel, um weitere Hilfe zu bekommen, oder du musst alle Dornsträuche abfackeln, bevor du weiterkommst. Eure Aufgabe ist nun, wie ihr dorthin kommt und wie genau ihr diese Aufgabe erledigen müsst. Dazu müsst ihr auch immer wieder in bereits besuchte Gebiete zurückkehren. Das muss man natürlich mögen. Auch die Navigation zwischen den Orten ist mir nicht immer leicht gefallen. Es ist es nicht gerade so, dass ihr immer Straßenschilder habt, denen ihr dann einfach nachlauft. Manche Gegenden gleichen regelrechten Labyrinthen. Das ist ja an sich nicht unbedingt was Schlimmes, jedoch ist dieses natürlich in der Seitenansicht wesentlich verwirrender als in der Draufsicht. Ihr braucht daher immer etwas Zeit, um euch in der Welt zurechtzufinden. Das Spiel braucht einfach eine gewisse Zeit, um seine Faszination wirken zu lassen. Lasst euch darauf ein, erwartet euch hier ein richtig gutes Abenteuer. Als Gegner erwarten euch natürlich thematisch passende Kreaturen und Gegner, die zumindest einigermaßen das Szenario passen, wie das übliche Getier und die Blobs am Anfang. Die haben natürlich alle ihre eigenen Bewegungsmuster und müssen auf ihre ganz eigene Art erledigt werden. Die Blobs vom Anfang müssen zum Beispiel genau beim Springen getötet werden, kriechen sie, sind sie leider nicht zu erreichen. Zum Speichern eures Fortschrittes gibt es ein Passwortsystem. Seid jedoch gewarnt, die Zeichenanzahl dafür ist verdammt lang und das wollt ihr echt nicht mehr als nötig einsetzen. Auf der technischen Seite gefällt mir das Spiel richtig gut. Die Grafik ist angenehm, sympathisch und detailliert gestaltet. Die Charaktere haben genau die richtige Größe. Vielleicht hier und da hätten die Umgebungen etwas abwechslungsreicher sein können, aber allgemein geht das auf jeden Fall in Ordnung. Ähnlich sieht es in der Musikabteilung aus. Was taugt The Battle of Olympus für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist sicherlich nicht für jeden etwas. Ihr müsst euch auf das Spiel und seine Welt einlassen und euch darauf einstellen, dass es schon einmal hier und da etwas verwirrend ist. Vor allen Dingen die Navigation durch die Welt ist da so eine Sache. Ist das aber für euch jetzt kein Problem, erwartet euch ein wundervolles Spiel, was ich euch wirklich nur ans Herzen legen kann. Das war der Test zu The Battle of Olympus für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.